Impfpflicht sind. Herr Dr. Bonner, kurz eine Zwischenfrage. Von wem ist die Umfrage? Ich glaube, sie ist von Zur Sache, wenn ich mich richtig erinnere. Und was ist Zur Sache? Und Zur Sache ist ein Online-Medium. Von wem? Vom ÖVP-Parlamentsklub. Okay. Aber ist doch wurscht. Wie lange wollen Sie jetzt das Publikum noch weiter verarschen? Herr Kost. Nein, also die Frage. Also Sie präsentieren, ihr habt das ganz spaßhalber gemeint. Ja. Nicht schreien. Das voll, wirklich spaßhalber, humorvoll in die Debatte eingeworfen, Beinschabdul. Sie sagen, um Gottes Willen, Isabel Daniel verzieht das Gesicht. Und jetzt schaue ich nach, von wem die Umfrage ist. Vom österreichischen Parlamentsklub der österreichischen Volkspartei, das Institut für Demoskopie. Kopie und Datenanalyse, nie davon gehört. Wahrscheinlich eine Erfindung, die im Umfeld des Herrn Lobatka und seiner Sumpfküchen dort geschehen ist. Also die österreichische Volkspartei, die Partei des Kanzlers Schmähammer, der die Impfpflicht durchführen will, dessen Umfragedaten bei allen Wahlumfragen irgendwo in den Keller gehen, wo der Arsch auf Grundeis sitzt, mit 21%, die keine Regierungswähler nach allen Umfrageinstituten. Also diese österreichische Volkspartei gibt eine Umfrage in Auftrag, wo noch 61% dem Kanzler zujubeln für eine Impfpflicht und Sie sitzen da und präsentieren das als unabhängige Umfrage. Ja, wie lange wollen Sie das Publikum noch verarschen? Darf ich jetzt ÖVP-Sprecher zu Ihnen sagen? Sind Sie der neue Lobatka? Sprechen Sie jetzt für die österreichische Bundesregierung? Also haben Sie jetzt entlassen? Das Institut für Demoskopie, lassen Sie das jetzt. Die Umfrage kennen Sie, wissen Sie was? Das ist das Klopapier, wie die Tageszeitung noch hat. Habe ich es vor mir, nach Tante Jolle spalt, habe ich es hinter mir. Genau dort kehren die Umfragen hin. Eine Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher haltet von dieser Bundesregierung nichts. Eine Mehrheit. Und das kann sie woher? Eine Mehrheit aus vielen Gesprächen. Ich brauche Umfrageinstitut. Ich bin jeden Tag so, mit Menschen unterwegs, rede mit Menschen. Kein Mensch versteht mehr die Widersprüchlichkeit. Kein Mensch im Handel. Und ich habe jetzt gerade heute wieder auf OE24 dem Vertreter des österreichischen Handelsverbandes zugehört. Kein Mensch versteht doch, dass man in einem Supermarkt selbstverständlich einkaufen gehen kann, aber die im Handel, dem Handel ein Drittel der Kundschaften fehlen, obwohl sie in Österreich, gerade der kleine Handel, obwohl sie nicht entschädigt werden, verhält sich, also weil ein Drittel ausgesperrt wird, weil wir Impfpflicht haben, sie narisch. Ja, bereiten Sie sich vor. Wir haben eine Impfquote von 74%, können Sie nicht rechnen, oder was, Herr Gross? Ja. Ich weiß nicht, wo Sie Ihre Impfquoten hernehmen. Faktum ist, ein Drittel der Menschen kann nicht in den Handel. Ja, ich weiß, weil wir mittlerweile die Embryos schon mitimpfen. Ein Drittel der Leute kann nicht in den Handel gehen, weil wir den Virus im Lebensmittelhandel anders beurteilen als im normalen Kleinhandel und im Kleinhandel. 74% die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher, Dr. Bornmähner, kann diese Politik nicht mehr nachvollziehen. Und zwar jene, die ich vertrete, als auch jene, die zum Beispiel eine Isabel Daniel mit ihrer Meinung vertreten. Sie, weil Isabel Daniel fährt in dieser ganzen Debatte des Corona-Wahnsinns die letzten 21 Monate einen sehr vorsichtigen Kurs, einen sehr mahnenden Kurs und selbst denen geht mittlerweile das Geimpfte auf, weil sie ja glauben, dass wir Pandemiepolitik in Österreich nicht nach dem Herrn Brechen machen. Sie jetzt auch noch die Moderatorin heute, hier, oder? Das ist ein ganz neues Format. Nein, es ist so. Es ist egal, sie reden nur noch auf welcher Seite du dieses Flusses stehst. Das sind die vielen Gespräche, die Sie jeden Tag führen. Corona ist eine jährlich wiederkehrende saisonale Erkrankung, wir brauchen keine Hysterie, es hat eine geringe Letalität. Oder du sagst, Achtung, das ist ein gesellschaftlicher immenser Schaden, das ist eine hohe Gefahr, wir sollen aus den anderen Ländern lernen. Egal, wo du auf dem Fluss stehst, auf welcher Seite, links oder rechts dieses Flusses. Beide Seiten fragen sich, ob sie in der Regierung nur lauter Volkhofer mehr sitzen. Das gehört einmal bei der Gelegenheit gesagt. Weil wie kann man zum Beispiel, und da gebe ich dir vollkommen recht, wie kann man zum Beispiel in Kitzbühel die Megapartys stattfinden lassen und dann in Wien wieder schreien, Lockdown, Lockdown. Das passt nicht zusammen. Es ist die gleiche Regierung. Es ist der Herr Hörl, der in Tirol die Megapartys ermöglicht und es ist der Nationalratsabgeordnete Hörl, der neben dem Herrn Nehammer dann sitzt und den Lockdown verordnet.